esse, sagen wir mal, 6 von 7 Tagen schon vegan und ernähre mich dann relativ clean. Und habe dann erzählt, Pauls Rippchen von der Rügenwalder hätte ich gerne. Hey! Hallo, Pa. Vor allem bin ich Riesenfan von Ihrem Podcast übrigens. Der beste Podcast Deutschlands. Oh, danke schön. Endstation Urlaub, wenn ihr mal lustig sein wollt. Oh. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Sehr ganz großartig. Dich stelle ich gleich vor, wenn ich das richtig sehe. Wir reden hier heute so ein bisschen darüber, wie man ja, aus dummen Ideen auch ein bisschen Ergebnisse herausbekommt. Und wie wir so zusammenarbeiten, wie das funktioniert hat. Weil am Ende, ich bin die letzten 4 Tage mit dem Bratwurstfahrrad hierher gefahren, habe ein bisschen Muskelkater und hatte großen Spaß dabei. Aber vor allem habe ich viele dumme Ideen in meinem Leben. Und ganz manchmal gibt es ganz tolle Firmen, Stylist, bei der Mühle, die genau da mir dann so ein bisschen helfen. Sowohl mit meiner Community als auch mit eurer Community. Ich weiß, OMR Schlagwort. Und Online-Marketing-Buzz-Spiel kann man da machen. Aber tatsächlich ist das ganz lustig. Und angefangen hat alles mit uns gemeinsam eigentlich mit einem Podcast von mir. Ich habe einen Podcast, früher war da Joko dabei, inzwischen mache ich den alleine. Und da schwalle ich immer irgendeinen Schwachsinn. Und vor allem liebe ich sehr Wortspiele. Und irgendwann hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, gesagt, Pauls Rippchen müsste man eigentlich rausbringen. Und eigentlich müssten die vegan sein. Ich esse, sagen wir mal, 6 von 7 Tagen schon vegan und ernähre mich dann relativ clean und habe dann erzählt, Pauls Rippchen von der Rügenwalder hätte ich gerne. Und als nächstes ist dann tatsächlich Folgendes passiert, dass die Rügenwalder Mühle genau das einfach hat. Entschuldigung, dass ich dich so voll schwalle, aber ich bin ja auch Podcaster. Hey, alles gut. Ich sag nochmal Moin auch von meiner Seite. Moin, moin. Genau, und wir hören ja auch gute Podcasts, unter anderem deinen und vor allem Anne. Hört deinen Podcast oder hat ihn damals gehört und hat sich dann gedacht, Paul und Rügenwalder Mühle, gar keine schlechte Idee. Und wie ihr hier seht, haben wir dann einfach mal ganz kurz hier die Pauls Rippchen mal skizziert, haben die online gestellt und dann hat Anne gedacht, weißt du was, dann schreibe ich doch einfach mal Paul direkt an als Fangirl. Ist in die DMs geslidet, wie man, glaube ich, sagt. Genau so sagt man das. Als guter Boomer, ja. Dankeschön. Der bin ich, also deswegen. Ich bin 43 Jahre alt, deswegen. Genau, und dann hat sie dich angeschrieben. Genau, und wer in meine DMs slidet, ich lese die alle immer und finde lustige Ideen immer gut und habe relativ schnell geantwortet, paul@paulrippke.com, falls mir irgendjemand eine E-Mail schreiben will, das ist meine E-Mail-Adresse und dass wir das gerne dann mal lustig machen können und ich sag's, wie es ist, that escalated quickly, weil jetzt stehe ich hier mit einem goldenen Zahn mit einer Rügenwalder Mühle drauf und wir fragen uns, wo das so passiert ist, aber das ist wirklich, also es ist eine attraktive Werbefläche, der rechts nebendran ist noch frei, T1 glaube ich, falls irgendjemand das, nein, aber also tatsächlich fehlt mir da ein Zahn, ich brauche da ein Provisorium und da ich ja dann vielleicht als Markenbotschafter oft in vegane Wurstprodukte beiße, fand ich es ganz lustig, den Zahn Gold zu machen und die Wurstmühle dort drauf zu machen. Ich wohne in Amerika, das Leuten zu erklären, ein bisschen schwierig. In Deutschland kommt es eigentlich ganz gut an, so im Club vor allem. Gibt es immer mal wieder gute Situationen. Ja, und eigentlich wären wir dann jetzt durch. Aber wir müssen ja noch über vegane Schnitzel erzählen, genau. Über eine Schnitzeljagd, über Veganuary. Und deswegen nochmal einen Schritt zurück. Ja, wir gehen mal einen Schritt zurück. Und ich wollte es mir ja nicht nehmen lassen, auf so einer großen Bühne mal jemanden wie dich vorzustellen. Hab mich auch extrem vorbereitet. Deswegen Paul Rippke, Content Creator, Digital Storyteller, richtig, Berufsjugendlicher, wohnt mittlerweile in Newport Beach, California und erzählt Geschichten, baut Communities und erzeugt Erinnerungen. Applaus für Paul nochmal, bitte. Danke, danke, danke. Vor allem mache ich Quatsch und will natürlich dabei auch dich vorstellen. Steffen Zeller ist ein Marketier aus Leidenschaft, würde man sagen, dazu. Hat, ich habe es mir aufgeschrieben, in Regensburg und Oxford studiert. Hat auf verschiedenen Stationen immer mal wieder an veganen Produkten gearbeitet, wie ich gehört habe. Und ist seit 2021 der CMO, der Chief Marketing Officer der Rügenwalder Mühle. Und bezahlt den ganzen Quatsch, den ich mir so ausdenke. Und macht das dann da. Aber ehrlicherweise mache ich mit Steffen echt nur die finalen Freigaben. Das, was bei mir schon ein bisschen besonders ist, ist, dass ich nicht mit Agenturen zusammenarbeite. Ich mache alles, was ich mache, nur mit den Firmen selber. In dem Fall
sind das dort tatsächlich Anne gewesen. Anne ist heute leider nicht da, aber es ist der Ursprung gewesen, mit der haben wir alles ausgedacht. Und dann gibt es noch eine Lil, das sind drei Leute, mit denen ich wirklich alles besprochen habe, alles konzipiert habe, alles freigegeben habe. Und das ist sehr, sehr besonders, weil auch die letzten 5 Tage zum Beispiel wir jeden Tag irgendwas umgestellt haben. Und mit einer Agentur und mit 17 Leuten und Freigabeschleifen würde das nicht funktionieren. Und ganz viele Sachen funktionieren halt nicht. Also so, ich mache immer noch Trial and Error. Die Hälfte der Sachen, die ich mir ausdenke, funktionieren nicht. Wahrscheinlich eher 70%. Aber wenn man dann ein bisschen dran tweakt, dann geht es. Und wenn auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, und das ist wirklich extrem geil bei der Rügenwalder Mühle, Leute auch sind, die mir A, vertrauen und B, auch mich ein bisschen machen lassen und C, dann irgendwie auch denken, ja, ach, wenn was schief geht, dann ist es auch mal nicht ganz so schlimm. Dann ist das schon sehr, sehr, sehr angenehm. Und am Ende, also ist wirklich eine meiner geilsten Kooperationen, die ich habe und an der ich wirklich großartigen Spaß habe. Wir haben auch viel Spaß mit dir auf jeden Fall. Und ganz kurz, weil da drüben steht Lil. Einmal hallo Lil, die war, glaube ich, jetzt 4 Tage mit dir mit dem Grillbike unterwegs. Annes Mann ist heute da in Vertretung. Deswegen, ja, wir haben mega Spaß. Und wir haben auch so viel Spaß, deswegen, man muss ja noch jemanden vorstellen, nämlich die Mühle hier, nee, um die geht es nämlich, um die Marke. Eine der sympathischsten und bekanntesten Marken in Deutschland überhaupt und hoffentlich bald auf der ganzen Welt, weil wir planen ja auch ein bisschen in andere Länder zu gehen. Und auf einer der beiden Wurstflügel seht ihr ein 1834. Warum 1834? Wisst ihr wahrscheinlich nicht. Ne? Vor 190 Jahren haben wir mit einer kleinen Metzgerei in Pommern losgelegt, haben 70 Jahre später, und seht ihr hinten, die Teewurst erfunden. Und erinnert ihr noch den Ritter von der Rügenwalder Werbung? Ich weiß nicht, darf ich das mal abstehen? Schon. Klick. Oh. Kannst du nochmal? Das will ich nochmal machen. Alle. Genau, alle. Ja. So sehe ich mich ja ein bisschen. Bin ich euer neuer Ritter geworden? Du müsstest noch ein bisschen was an den Haaren machen, ja. So Extensions oder so. Aber ja, genau, den Ritter. Und dann, ohne dass ich jetzt vorsinge, gebe ich euch jetzt nochmal so einen kleinen Ohrwurm. Ne? Das Feierabendlied ist ja auch sehr, sehr bekannt. Und naja, also das war Mitte der 90er mit dem Ritter. Aber wir haben uns weiterentwickelt und ein bisschen neu erfunden. Und die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich auch. 2014 haben wir angefangen, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn man nicht Wurst aus Fleisch macht, sondern Wurst aus Pflanzen. Hier mit dem vegetarischen Spicker. 10 Jahre später haben wir den auf vegan umgestellt. Damals waren es 0,2% im ersten Jahr Umsatz an unserem Gesamtumsatz. Heute sind es fast 2 von 3 Euro, die wir machen, sind mit Veggie-Produkten. Und ich glaube, das andere, was vielleicht nochmal spannend ist, ich weiß nicht, ob sie hier gelesen hat, gerade bei dem Produkt haben wir im Januar, also im Veganuary gesagt, das Produkt, der vegane Schinkenspicker ist so lecker, wir brauchen keinen Schinkenspicker mehr aus Fleisch. Das heißt, wir haben den eingestellt und die Produktionskapazitäten, die frei geworden sind, nutzen wir jetzt für unser anderes sensationelles Neuprodukt. Probiert das gerne, den veganen Hauchschnitt. So, wir haben also viel... Danke. Wow. Das ist der Grund, warum ich so glücklich bin mit euch auch, weil das echt abgefahren ist, weil ihr Pioniere seid in dem Bereich und das vor allem echt geil macht. Also, und immer weiter Pioniere bleiben wollen. So, das andere, was wir gemacht haben, ist, als ich angefangen habe vor 2,5 Jahren, ein bisschen mehr als 2,5 Jahre, wir haben einfach nochmal geguckt, was kann denn die Marke mehr noch? Ne? Wir haben die Marke repositioniert und zwar mit einem neuen Claim und ne, am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt oder heute am besten schmeckt es, wenn es der Community schmeckt, haben wir einfach die Marke so repositioniert, dass wir inklusiv sind. Wir wollen Menschen und Freunde und Familie am Tisch zusammenbringen und wir wollen für eine gefräsige Stille am Tisch sorgen. So, aber mit der neuen Positionierung haben wir noch was anderes gemacht und zwar haben wir unser Markenversprechen, unsere Eigenschaften, die wollen wir noch ein bisschen mehr nach vorne bringen und das sind 3+1. Ne? Das erste ist Genuss. Wir haben sensationell leckere Produkte und wir wollen ne, Genussmomente hier am Tisch generieren. Und da passe ich dazu, finde ich. Also Genuss kann ich. Sehr gut, sehr gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Gemeinschaft, ne? Wir wollen Menschen am Tisch zusammenbringen. Ich weiß nicht, auch die alten Kampagnen haben immer eine lange Tafel gehabt. Freunde, Menschen, Ritter und seine Mitstreiter am Tisch. Gemeinschaft? Gemeinschaft kann ich, wenn irgendjemand von euch mal bei mir zu Hause vorbeikommen will, ist immer die Tür offen. Newport Beach, kommt rum, ich koche für euch, weil wir da immer in großen Tafeln gemeinsam essen. Das ist für mich das Schönste, Leute einzuladen, muss ich schon sagen. Top, Gemeinschaft kannst du auch. So,
Unbeschwertheit. Wir wollen einfach Genussmomente, wir wollen unbeschwerte Momente am Tisch mit viel Leichtigkeit und Spaß. Und hier so ganz kurz Werbung, das sind unsere neuen Kids-Produkte, die jetzt schon alle Ernährungs- oder Nährwertvorgaben der WHO erfüllen. Kannst du auch Unbeschwertheit? Ich meine, der Zahn ist ja wohl unbeschwert, oder nicht? Also dementsprechend check. Fußball fehlt schönes noch, Close-up. Fußball fehlt noch, genau. Wir sind ja eng verbandelt mit der DFL, BVB und dem HSV. Und Fußball, da war was, oder? Ja, hab mal, egal. Also, so habe ich, da habe ich einen Bulettenschein gemacht in Dortmund und habe im Stadion Bratwürste verkauft. Mit komischen Haaren, wie ich gerade sehe. Aber hey, naja. Passt also, mit der Partnerschaft, würde ich sagen, oder? Ich finde, 4 Punkte, die ihr mir hingegeben habt, haben funktioniert. Und dann kam nur noch eine Sache, die gefehlt hat, und zwar ein gemeinsames Produkt. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemand schon mal gesehen hat, das gibt es wirklich, wirklich im Supermarkt. In allen großen bei Rewe gibt es das nicht. Falls heute Abend jemand bei Rewe hier, heute Vormittag da ist, paul@paulripke.com, ich hätte schon gern Pulled Pork bei Rewe, muss ich sagen, weil es der einzige Supermarkt von den großen, der es nicht hat. Sonst Milliarden Stück verkauft bisher, ne? Der beste Trilliarden. Er ist wirklich vegan und Pulled Pork, also die Rippchen haben es nicht geschafft, aber immerhin hat ein dummes Wortspiel Pulled Pork. Und ich frage mich bis heute, warum mein Gesicht auf so einem Mühlensnack ist. Aber es ist schon sau lustig und ein bisschen stolz bin ich da schon drauf. Und ist lecker. Erste vegane Mühlen, also das erste vegane Produkt in der Kategorie übrigens, hast du rausgebracht mit uns. Ja, lang entwickelt. So, und dann kam natürlich irgendwann der Veganuary. Das ist ja für uns, wenn es um Veggie geht, das ist Weihnachten, Ostern, Black Friday, alles, was man sich vorstellen kann, zusammen auf einen Monat gebündelt. Weil da kommen die neuen Konsumenten in die Kategorien. Die wollen wir als Marktführer natürlich abgreifen. Und dann haben wir natürlich auch einen TV-Spot gemacht, ne? Der Rügenwalder Veganuary. So lecker. Auch für alle, die vegan eigentlich nicht so toll finden. Ich will ein Schnitzel. Mit veganen Mühlenschnitzeln und vielem Leckeren mehr. Mach mit auf rügenwalder.de. Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Rügenwalder Mühle. Jo, und dann haben wir Paul gefragt, sag mal, willst du auch was machen am Veganuary mit uns? Selbstverständlich, und wenn ich eins kann, dann dumme Wortspiele, nachdem ich ein bisschen gekifft habe. Deswegen habe ich mir die vegane Schnitzeljagd ausgedacht, weil Schnitzel und Schnitzeljagd und so weiter. Und habe ein Spiel entwickelt, ein Online-Spiel, und das möchten wir euch heute ein bisschen vorstellen, was wir da gemacht haben. Die Katze von Paris, das war eine Insel, die es vielleicht so nicht in echt gibt. Und da haben wir aber wirklich eine Schnitzeljagd mit 31 Tagen gemacht. An diesen 31 Tagen gab es 31 Rätsel, die man online lösen musste. Dann gab es quasi einen kleinen Paul, mit dem man immer ein, zwei weitergegangen ist, ging alles auf einer Webseite. Ich will jetzt nicht so sehr in technische Dinge gehen, aber wir haben quasi dann dort immer online ein kleines Rätsel gestellt, wie zum Beispiel eine Internetseite, da musste man dahin, dann war das eine zahnärztliche Formel und dann war das der Zahn, der dann in T2 mit der Lösung und irgendwann kam Kürbis raus. Und mit Kürbis kam man dann einen Schritt weiter als Belohnung auf ein veganes Rezept. Ich habe 31 Rezepte gemacht, auch da nicht mit also nicht jedes Rezept war mit Rügenwalder Produkten, sondern nur so die Hälfte ungefähr. Das ist auch was ihr zugelassen habt, was wichtig ist, dadurch, weil es mir am Herzen lag, dass ich nicht immer ausschließlich mit Rügenwalder Produkten arbeite, sondern manchmal. Und dadurch wird es halt echt dann am Ende. Man konnte auch was gewinnen, 4-mal einen Jahresvorrat an Rügenwalder. Also da stehen jetzt wirklich 4 Kühlschränke, jeden Sonntag gab es das zu gewinnen in Deutschland und dann kommt immer sehr viel vegane Produkte und ein Jahresvorrat an Paris. Jedes einzelne Produkt schicken wir da. Und der Hauptpreis von allem war eine Reise nach Newport Beach. Nächste Woche kommen die zu mir. Also es gab schon auch ein Incentive, das zu gewinnen. Aber eine der Sachen, die wirklich völlig verrückt waren bei dem ganzen Produkt, war, dass wir am Ende, also das war jeden Tag, da waren so viele Leute, die am Start sind, haben sich über 6.000 Leute angemeldet. Für mich sind das viele, die wirklich mitmachen, die jeden Tag sich damit beschäftigen. Die haben sich organisiert in der WhatsApp-Gruppe, die waren ultra aktiv, also in den Kommentaren haben die auch jeden Abend sich gegenseitig geholfen und haben quasi, wenn einer nicht weiter konnte und nicht so richtig wusste, was passiert. Und also die haben das wirklich sehr, 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 sehr schwer gemacht. Also da musste man die Fenster der Rügenwalder Mühle, die gibt es in echt und die musste man dann zählen. Die kann man aber nicht bei Google Maps zählen, sondern man musste dahin fahren. Das heißt, die Community musste sich auch selbst helfen dabei. Und in dieser WhatsApp-Gruppe war es ultra aktiv. Wir haben Sachen versteckt. Ich habe verschiedene unterschiedliche Sachen gemacht. Und am Ende haben auch wirklich fast alle es bis zum Ende geschafft, dorthin zu gehen. Von 6.000 haben es, glaube ich, 5.000 bis zum letzten Schritt geschafft. Ich hatte einen Heidenspaß dabei. Die letzten 2 Tage habe ich auch
in echt gemacht, also habe mich versteckt und die Leute mussten mir hinterher rennen. War sehr, sehr lustig auf eine Art und ich war völlig fassungslos. Ey, wir haben im Dortmunder Stadion, haben wir 6 von diesen Hoodies versteckt, wo wir in Buchstaben innen reingeschrieben haben, teilweise im Gästeblock und die mussten die finden, die Hoodies. Ich war mir sicher, das geht nicht, egal wie schwer wir es gemacht haben, die haben es gelöst und am Ende, glaube ich, war der Preis gar nicht so wichtig, sondern es hat sowas getriggert bei den 6000 Leuten, dass die unbedingt das Tagesrätsel erleben mussten und eben nicht schlafen konnten, bevor das nicht geklappt hat. Und das war schon lustig. Es war was Neues und es war was sehr, sehr Schönes, muss ich sagen. Das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Vor allem, ich erinnere mich, wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe, als dann die Frage kam, kann irgendjemand sagen, wie viele Fenster unsere Mühle in Bad Zwischenahn eigentlich hatte? Und jeder gesagt hat, keine Ahnung. Und wir dann jemanden losschicken mussten mit dem Fahrrad, um die Fenster mal zu zählen, damit wir das machen konnten. Und ja, auch die Hoodies, wie ihr seht, ne, trage ich heute natürlich auch total gerne. Wenn du wüsstest, was das bei uns bei der Rügenwalder Mühle hier verursacht hat an hier Anfragen. Anne könnte da ein Lied davon erzählen. Das ist schon ziemlich geil. Aber für uns geht es natürlich um Spaß mit dir, aber es geht ja nicht nur um Spaß, sondern es geht natürlich auch darum, dass das, was wir mit dir machen, total erfolgreich ist und auch erfolgreich für uns als Marke natürlich, weil die Marke steht ja da drüber. So, und was ich sagen kann ist, jo, war erfolgreich. Erstmal ist es wichtig, dass man so eine Aktion natürlich schön, ne? Und jetzt wird es wieder so, mal so ein bisschen Marketing-Theorie, ne? Es gibt den Consumer Funnel. So, und natürlich haben wir Vigenery komplett bespielt. Aware, consider, prefer, promote. Aware, habt ihr den TV-Spot gesehen? Consider, prefer. Wir hatten Retail-Media. Wir haben natürlich jetzt ne, mit YouTube, Instagram, Pinterest mit allen zusammengearbeitet. Haben auch noch mit anderen Influencern auf Prefer MR gearbeitet. Aber für dich war ganz klar als Markenbotschafter promote. Und das Ziel, was wir mit dir und der Community eigentlich schaffen wollten, ist, dass wir aus diesen 6000 super engagierten Konsumenten Fans machen und auch wieder Markenbotschafter für uns. So, jetzt kann man sagen, oh, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert. Ich habe mal ein paar Hard Facts dabei, die wir jetzt mal, genau, mir wurde gesagt, ich muss festdrücken, durchgehen wollen. Wir machen mal so von links oben und dann, ihr werdet sehen, die Zahl. So, also, wir haben trotzdem extrem viel organische Reichweite generiert, 1,2 Millionen. Was ich noch viel krasser finde, ist, wenn man Interaktionen anschaut, 450.000 Interaktionen mit deiner Aktion, mit dem Community und mit der veganen Schnitzeljagd, Wahnsinn. 6.000 Teilnehmer, ich meine, dass sich da 6.000 Leute 31 Tage lang mit dem Rätsel, mit dir, mit den Produkten beschäftigen, sensationell. Aber die nächste Zahl ist was, da habe ich erstmal nachgefragt, ob die denn wirklich wahr ist, weil im Durchschnitt waren die Konsumenten auf der Unterseite, die wir auf der Website mit dir gemacht haben oder für dich, für die Aktion, 8 Minuten 48 unterwegs. So eine Zahl hatte ich noch nicht gesehen, 8 Minuten 48. Wir haben nebenbei 17% mehr Instagram-Follower generiert. Wir haben eine Konsumentenwahrnehmung, was bedeutet das? 24%. Ein Viertel aller Konsumenten haben wahrgenommen, dass Paul was mit uns gemacht hat beim Veganuary. Und dann haben wir so einen schönen Brand-Fame-Index, den wir monatlich messen, ist um 1 Prozentpunkt hoch. Klingt wenig, ich kann euch sagen, innerhalb von einem Monat wahnsinnig viel. Und dann, wenn man mal auf Marktanteil schaut, das ist ja the name of the game, ist, wir haben den höchsten Marktanteil jetzt seit mehr als einem Jahr. Also scheint was funktioniert zu haben. Und hat sogar Spaß gehabt. Und haben mega Spaß dabei gehabt. Definitiv. So, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn während der OMR oder viel besser vor der OMR? Kann man da ein bisschen Ramp-up machen? Erzähl mal, was habt ihr gemacht? Ich habe mir ein Fahrrad gewünscht mit einem Bratwurstgrill. Das haben sie mir gebaut und geschenkt. Das ist jetzt mein Fahrrad, oder? Nur damit das kriegt ihr nicht wieder. Ich guck mal zu Lil. Steht hier drüben, da könnt ihr auch vegan. Sie macht so. Also auf jeden Fall sind wir durch Deutschland gefahren und haben in Heidelberg angefangen, da komme ich her, sind dann nach Mainz, sind dann nach Dortmund, sind nach Münster, um dann hier in Hamburg anzukommen gestern, haben immer vegane Bratwürste rausgegeben an unterschiedlichen Orten, sogar beim Rewe, also ich besteche wirklich, also ich meine es ernst mit Rewe, ne? Wenn irgendjemand einen Kontakt zu Rewe hat, es kann doch nicht sein, dass Pulled Pork da nicht verfügbar ist. Und da haben wir tatsächlich großen Spaß gehabt die letzten 4 Tage, deswegen ist meine Stimme auch so am Arsch, weil ich sehr viel geschrieben habe.
geschrien habe und sehr viel Bratwürste. Ich rieche auch ein bisschen komisch, falls irgendjemand mich später trifft. Ich habe ungefähr 2300 Bratwürste gebraten und verteilt und es hat einfach großen Spaß gemacht. Ich habe aber noch one more thing fürs OMR. Es ist ja quasi wie so eine Apple-Präsentation. Apple, Rügenwalder Mühle, same, same, but different. Und da gibt es ja noch ein iPhone dann hinten dran oder was auch immer. Wir haben was mitgebracht, eine Weltpremiere. Pulled Pork, das ist normal das, was innen drin ist. Ein bisschen schwer, das zu verstehen. Ist eigentlich, das Produkt Pulled Pork ist ein Mühlensnack. Das gibt's schon. Es gibt heute hochexklusiv da drüben an diesem Stand zum ersten Mal weltweit, verrückt, universumsweit, das Produkt selber, also den Inhalt. Ein wirklich veganes, artist formerly known as Pulled Pork, was jetzt Pulled Pork weltweit heißt. Und das haben wir dort mitgebracht und die ersten 20 gehen auf meinen Nacken. Also wenn jemand das mal probieren will, könnt ihr gerne rüberkommen. Ich gehe jetzt darüber und verteile die und bringe die unter den Mann. Und gegebenenfalls gibt es das dann bei Rewe, oder? Dann so drumherum, hinten drauf, wenn das da ist. Ich freue mich wirklich, ich habe großen Spaß. Wir sind auf die Sekunde pünktlich fertig geworden. Ja. Vielen Dank, dass wir das Happy End machen dürfen. Das macht Danke, dass du so viel Spaß. Bock hast, mit uns zu arbeiten. Und vielen genau. Dank, dass ihr uns zugehört habt bei dem Quatsch hier. Vielen Dank. Dankeschön. Nee, ihr seid fertig. Das war wunderbar. Wir gehen runter. Dankeschön.